Jo, entschuldigt bitte, dass ich ein bisschen verpennt aussehe, aber das Ganze war für mich eine ziemlich kurzfristige Geschichte, dieses Video zu machen, aber ich will mich trotzdem dazu äußern, weil das wahrscheinlich das wichtigste Thema momentan auf meinem Kanal ist. Kurz vor dem zweiten Anlauf der Black Friday Tour von Bushido soll diese nun komplett abgesagt werden. Es ist nun also soweit, die Tour ist abgesagt und unser Treffen wird wahrscheinlich auch in der Form so nicht stattfinden, wie es geplant war. Und trotz dessen, dass man schon seit einem halben Jahr geahnt hat, dass es mal einen riesen Knall geben wird seit der Trennung mit Arafat und sämtlichen EGJ-Mitgliedern, war die Nachricht für mich gestern Abend wirklich wie so ein Rückschritt, wie so ein Niederschlag irgendwie. Denn nehmen wir uns nichts vor und ich will es auch nicht kleinreden, natürlich war das die größte Story bisher auf diesem Kanal und hätte uns wahrscheinlich, wenn das Treffen jetzt stattgefunden hätte, aufs nächste Level gebracht. Das muss man schon so sagen. Trotz der, ich denke, verständlichen Frustration und Enttäuschung möchte ich aber keinesfalls unfair werden und will sogar versuchen, ein bisschen Verständnis für die Situation aufzuzeigen. So, Fakt ist erstmal, was er auch selbst in seinem Facebook-Post anmerkte, dass das mal wieder scheiße kurzfristig war. Und in Anbetracht der Fans, die er schon einmal vertröstet hat vor einem halben Jahr ungefähr und jetzt wieder vertröstet und beides relativ kurzfristig bzw. sehr kurzfristig, welche sich auch Zeit genommen haben, manche sogar Urlaub genommen haben und dadurch wahrscheinlich auch bisher mehr Kosten entstanden sind oder allgemein noch zusätzliche organisatorische Kosten, die man mit der Ticketrücknahme, die jetzt stattfindet, was schon mal eine faire Sache ist, die man aber wahrscheinlich nie komplett decken kann bei jedem. So, und deshalb muss man es auf den Punkt bringen und einfach sagen, so, das ist ein No-Go, das kann man einfach nicht machen. Und auch Bushido weiß, dass man das nicht machen kann. Und deshalb denke ich auch, dass kein Künstler freiwillig solche Schritte geht. Also auf der einen Seite ist man natürlich schnell versucht zu sagen, so, warum macht man das so spät? Und warum hat man es nach der ersten Absage nicht direkt gecancelt? Weil die Probleme, zu denen es jetzt geführt hat, die werden wahrscheinlich auch Teil gewesen sein bei der ersten Absage. Aber das sind ja auch wieder nur Spekulationen. Doch auf der anderen Seite könnte man genauso sagen, so, sie haben einfach probiert, beim ersten sowie beim zweiten Mal, so lang wie möglich zu versuchen, das Thema irgendwie über die Bühne zu bekommen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und es lieber so probiert, anstatt es halt voreilig abzusagen und es hätte vielleicht doch geklappt. So, Fakt ist auch, er hält sich sehr bedeckt die ganze Zeit über, gerade was die Tour anging und hätte wahrscheinlich mehr Infos rausgeben können. Ich gehe sogar noch weiter und frage, ist er seinen Fans diese Infos vielleicht sogar schuldig? Und da bin ich mir nicht so ganz sicher, denn sollte es, und das sind auch wieder nur Spekulationen, tatsächlich, wie so viele denken, in Richtung seiner Familie gehen oder in Richtung der Sicherheit von ihm und seiner Familie, wofür es auch halt sehr viele Aspekte gibt, die dafür sprechen würden, leider Gottes. Wie zum Beispiel der ganze Beef mit Arafat, wie zum Beispiel dieser ganze Beef zwischen seinen früheren Brüdern. Dazu zählen diese geleakten Scheiß-Nachrichten, dazu zählen diese ganzen provozierenden Posts. Viele vermuten auch, dass dieser Einbruch da irgendwie in Verbindung mit der ganzen Sache steht. Und wenn dem so sein sollte, habe ich persönlich vollstes Verständnis dafür, dass man sich dann aus Sicherheitsgründen natürlich bedeckt hält. Ich glaube, das würde wahrscheinlich jeder machen, wenn es in dem Fall um die Familie geht. Ich will damit einfach nur sagen, dass es bestimmte Themen gibt, die keine Person der Öffentlichkeit seinen Fans jemals schuldig ist, näher zu beleuchten, gerade wenn das auch ein gesundheitliches Risiko hervorrufen könnte. Aber wie ich schon sagte, das sind halt Spekulationen der Mehrheit, welche jetzt auch nicht wirklich viel zur Sache tun, also zumindest für mich. Ich hatte zwar schon einige Zeit ein schlechtes Gefühl, als der Mailkontakt zwischen mir und seinem Team so ein bisschen abbrach, aber natürlich hoffte ich immer noch, dass es irgendwie über die Bühne geht. So. Im Endeffekt habe ich euch das ja versprochen. Und da kommen wir jetzt zu meiner größten Schwäche. Ich habe schon oft erwähnt, dass es nicht viele Sachen gibt, die mich extrem zurückwerfen können. Und meine größte Schwäche ist es wahrscheinlich, weil ich so jemand bin, der es hasst, irgendwie aufzugeben, weil ich so jemand bin, der extrem schlecht einsehen kann, wenn es einen bestimmten Punkt gibt, wo man selbst einfach nichts dran ändern kann, so. Und man manchmal halt nicht über alles die volle Kontrolle hat, was ja logisch ist. Da ich halt fester Überzeugung bin, dass es kaum etwas gibt, was man nicht selbst in der Hand hat, was man verändern kann. Aber in vielen Fällen, wie auch in diesem, ist es nun mal leider so. Und damit kann ich extrem schlecht umgehen, so. Ja, aber um jetzt auch nochmal auf die Fans zu sprechen zu kommen. Er hat das Ganze ja bisher schon bei Facebook gepostet und da gibt es natürlich sehr, sehr viele Kommentare darunter. Und es ist, wie gesagt, verständlich, dass viele Leute enttäuscht, frustriert sind oder vielleicht gar nicht so richtig verstehen, was abgeht oder was abgehen könnte oder sich gar nicht bemühen wollen zu verstehen, was abgeht. Und auch das verstehe ich bis zu einem gewissen Punkt. Was ich allerdings nicht verstehe, sind dann so Hetze, sich die Kindergartenbeleidigungen, dass seine angeblichen Fans dann plötzlich so gegen ihn schießen. Ich meine, im Ernst jetzt, was erwartet ihr? Erwartet ihr, dass er dann jetzt sagt, oh mein Gott, es gibt Leute, denen das nicht gefällt, was ich geschrieben habe. Dann mache ich die Tour jetzt lieber doch. Vielleicht sogar ganz allein.
So, wahre Fans bleiben trotzdem am Ball. Wahre Fans zeigen auch Verständnis in Situationen, wo es extrem schwer ist. Und wahre Fans bleiben auch am Ball, selbst wenn dem Künstler mal die Scheiße bis zum Hals steht. So, meine Fresse, wir können da jetzt eh nichts ändern. So, Leute, glaubt mir, ich bin wahrscheinlich der, der gestern Abend am meisten gekotzt hat, als er die Nachricht gelesen hat. Man sollte einfach in erster Linie akzeptieren, dass die Gründe nicht irgendwelche sind. Und er hat auch selber geschrieben, dass die Gründe schon ziemlich gravierend sind, sonst würde das nicht passieren, ist da ganz logisch. Und versuchen einfach nach vorn zu schauen, abzuwarten, was jetzt passiert, ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen in die ganze Sache. Und nach wie vor halte ich mein Wort so aussichtslos, wie das jetzt auch vielleicht scheinen mag. Und werde alles tun, um das Treffen irgendwie hinzukriegen mit ihm. Mein Versprechen zu halten und euch davon teilhaben zu lassen, was aus der ganzen Sache geworden ist. So, und an alle, die das jetzt sehen, ich hoffe, dass dieser finanzielle Mehraufwand, von dem ich vorhin gesprochen habe, nicht bei allen entstanden ist. So, und an Bushido, natürlich alles Gute von meiner Seite. So, ich hoffe, du kriegst das alles irgendwie geregelt. Ja, und abschließend kann ich dir natürlich auch anbieten, mal nach Berlin zu kommen. Ins Café deiner Wahl.